Wir haben gesiegt. Wir haben den Großkhan platt gemacht. Und ja, müssen wir jetzt mal gucken mit diesem zerfallenen Reich, wie sich das gleich so entwickelt. Sind wir schon mal sehr gespannt. Hier mit Stellaris auf dem Kanal von Writing Bull und mit mir, Matsu Man, wie das hier weitergeht. Damit endet die Herrschaft von Glosch. Das war der großen Schneckenanführer. Und wir haben den Thron des Großkhans geborgen. Als wir die Trümmer des Flaggschiffs des Großkhans durchsuchten, fanden unsere Truppen einen großen, blutverschmierten Stuhl, der im Weltraum trieb. Wir sind uns ziemlich sicher, dass dies tatsächlich der Thron des Großkhans war. Das Relikt wurde sicher in einem unserer Tresorräume gelagert. Ein blutbeschmierter Thron für Schnecken. Da frage ich mich ja, wie Schnecken auf den Thron raufgekrochen sind und ob das nicht nur eine Schleimspur... Ach komm, hör auf. Relikte von Khans Thron. Schauen wir uns natürlich gleich an. Erstmal noch Explosionen sehen. Peng, Poff und... Die Sternnation, die früher als das Kommissariat der Jethro bekannt war, wurde von seinen Feinden zerstört. Oh. Aber es gab noch einen parallelen Krieg und die Jethro sind jetzt draußen. Von wem wurden die denn erobert? Dass man das nicht sieht, finde ich sehr schade. Die Jethro, wo waren denn nochmal die Jethro? Waren die nicht hier irgendwo? Waren das die Utkavongos? Sind die im Krieg noch mit jemandem? Nee. Ist überhaupt jemand im Krieg? Wie, ich habe keine Explosion bis zum Ende durchlaufen lassen. Was? War die noch nicht vorbei, die Explosion? Kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Wo war denn das? Ach Gott, in welchem System war denn das gerade? Hier, in dem, oder? Hier gibt es noch mehr eine Explosion. Nee, Explosion gibt es hier nicht mehr. Technology discovered. Gucken wir uns beim nächsten Schlacht an. Gibt ja bestimmt noch die eine oder andere Bedrohung. So, jetzt wollten wir aber uns erstmal das Relikt anschauen, das wir geborgen haben. Das finden wir hier. Das ist der Schneckenthron. Was bringt er uns denn? Einflusskosten für Ansprüche sind gesenkt. Und wir können dann Trommeln des Krieges machen. Damit haben dann unsere Schiffe mehr Waffenschaden. Aber der Militarismus steigt auch. Na, weiß ich nicht. Bin ich noch nicht so überzeugt von. Ich würde lieber hier noch ein paar von den Gebieten hier übernehmen. Hier ist noch eine Flotte. Gleich mal Attacke. Greift gerade hier die Station an. Dann haben wir eine neue Forschung entdeckt. Ja, das ist mehr Ressourcen und dafür weniger Geld. Da unsere Planeten immer weiterentwickelt sind, können wir unseren Durchsatz erheblich steigern. Das ist richtig. Könnt das gleich nochmal erforschen. Strafkolonien brauchen wir, glaube ich, nicht. Festung brauchen wir auch nicht. Mega-Kunsteinrichtung. Oh, das ist noch so eine Megastruktur. Was macht die denn? Ach, die produziert Einigkeit. Oh, das finde ich auch interessant. Die erforschen wir mal. Vielleicht bauen wir die. Und der Rest ist jetzt nicht so wichtig, würde ich sagen. Bei unserer Partie. Dann... Was wollten wir denn hier nochmal machen? Ich glaube nichts. Wir haben eine Stufe 3. Unser neuer Admiral, den wir kürzlich erst uns geholt haben, hat schon die Stufe 3 erreicht. Das ist sehr hübsch. Flottenkampf. Viele vernichtet, viele Schiffe, aber nicht alle. Die greifen, glaube ich, jetzt im Westen weiter an. Aber Glosch ist nicht mehr. Ratsveto ist abgelehnt worden. Und das System wurde vollständig erkundet. So, dann wollten wir hier oben mal gucken. Hier gibt es auch eine Megastruktur. Was gibt es denn hier drin? Ach, hier gibt es eine zerstörte Wachmatrix.
Okay. Ja, die gehört leider nicht zu uns. So, hier haben wir aber jetzt gleich. Na, noch nicht die Zitadelle. Das dauert noch ein bisschen. Dann wollen wir hier auf jeden Fall weiterbauen. Ja, und die Utqavongos sollen wieder reinkommen in unsere Allianz. Aber noch sammeln wir Erfahrung. Es ist nicht ganz oben. Aber es geht. Aber es nervt natürlich, dass es nicht so schnell geht, wie es normalerweise gehen könnte. Weil immer einer am Nerven ist. Die haben ganz schön großes Gebiet eingenommen, die Jubaran. So. Ja, und diesmal gucken wir uns alle Explosionen bis zum Rest an, ja? Versprochen. Hier blitzt und donnert das noch. Aus der Mittelstation werden noch ein paar Raketen verschossen. Hier ist wieder so ein mächtiges Kampfschiff. Technology discovered. Uiuiuiuiuiui. Ei, da wird mir ja richtig geblendet. Mann, Leute, da kann ich gar nicht hingucken. Oh, ist das hell. Wollt ihr euch das wirklich so anschauen? Meine Güte. Mann, 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 Mann. Jetzt sind sie, glaube ich, weg, oder? Jetzt sind sie weg. Das war die Flotte hier. Das war die Flotte hier. Können wir uns wieder Trümmer anschauen? Und wir haben natürlich wieder eine Tech entdeckt. In der Zwischenzeit. Nämlich die Neutronium-Panzerung. Oh, da müssen wir gleich unsere ganzen Schiffe mal aktualisieren. Das ist doch sehr cool. Was erforschen wir als nächstes? Baukosten Kreuzer weniger. Mehr Schaden durch Kinetikwaffen nochmal. Mineralverarbeitungshub. Ach, den können wir jetzt endlich mal machen. Der geht schnell. Dann haben wir das schon mal. Survey complete. Ja, wir können das Ganze auch mal auslaufen lassen. War gerade ein Vorschlag aus dem Chat, ob das dann vielleicht weniger kommt. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen. So, hier kommen wir nicht weiter. Das Gebiet müssen wir natürlich hier uns wieder zurückholen. Da kommt auch so ein fieser anderer. So eine fiese andere Konstruktionsschiffseinheit. Hier gibt es noch die Jubaran. Wir haben eine neue Anführerstufe bekommen für unseren Sozialforscher. Den haben wir uns ausgeliehen. Von diesen Kuratoren. So. Auf den Welten sieht das momentan wieder ganz gut aus. Sind ganz gut im Plus. Haben jetzt den Mineralverarbeitungshub uns geholt. Die Weiterverarbeitung pseudoraffinierter Minerale ermöglicht effizienteres Lagern und Transportieren. Haben wir uns geholt, verbraucht ein bisschen Staub. Und wir können uns holen. Rumpfstärke Kreuzer, Rumpfstärke Plattform, Batteriankraftwerk, Rumpfstärke Schlachtschiffe, eine Gigakanone. Oh, Gigakanonen sind erstmal cool. Diese ist gut gegen Schilde natürlich und gegen Rumpf, aber nicht so gut gegen Panzerung. Das ist eine Stufe 2, oder ist das das Upgrade für die Kanone, die wir schon haben? Ich gucke einmal kurz. Hatten wir nicht unser Big on Rails so ausgerüstet? Mit so einer Gigakanone? Eine Megakanone? Ah, jetzt kommt eine Gigakanone. Ja, dann nehmen wir das. Einmal Gigakanone, bitte. So, dann haben wir im Hauer-System alles gebaut, was wir bauen wollten. Haben ein bisschen mehr Kapazität uns gesichert. Das ist auch gut. Wann sind wir denn hier oben fertig? Ach, jetzt habe ich mich verklickt. 69 Tage noch. Na, so viel Zeit haben wir doch noch.
Ob nach der Gigakanone noch eine Terrakanone kommt, wahrscheinlich. Große Frage an euch, was kommt denn nach der Terrakanone? Peter, Exa? Oh. Die Horde zerbricht. Der Tod des Großkhans hat zur Auflösung der Jubaran-Horde geführt. Ohne einen starken Herrscher, der sie vereinigt, sind die Jubaran wieder in Machtkämpfe verfallen. Ihr Reich wurde zwischen den Diadoch, den mächtigsten und einflussreichsten Militärkommandanten des Großkhans, aufgeteilt. Jeder von ihnen beansprucht jetzt den Titel Großkhan der Galaxis und ihre Anhänger stehen im bitteren Gegensatz zueinander. Die Zeit eines vereinten Jubaran-Reichs ist offenbar zu Ende. Es sollte einfach nicht sein. Wie sieht denn das jetzt auf unserer Karte aus? Okay, hier ist die wahre Jubaran-Horde. Hier sind die Nachfolger der Jubaran. Okay. Und hier unten haben wir sie ganz weg. Wo ist denn das dritte? Die wahre Jubaran-Horde haben wir hier. Das sind die Nachfolger. Ich sehe sie gerade nicht. Es gibt noch mehr Marodeure. Vielleicht müssen wir die als nächstes mal in Angriff nehmen. Mal die Galaxie von denen befreien. Feudalreich haben wir hier auch. Es sind nur zwei für mich. Also ich habe nur zwei geholt und wir sind auch nicht mehr im Krieg, glaube ich, mit denen, ne? Oh, er hat sich ein bisschen geknickt angehört, der Schleimi hier. Wir ehren die Erinnerung an den Großkhan. Können sogar Krieg erklären. Tja, Ideologie aufzwingen, Erniedrigung, können wir alles gar nicht. Ideologie aufzwehren, ja, okay. Machen wir erstmal nicht. Vielleicht benehmen die sich ja. Sind xenophob und militaristisch, aber mal sehen, wie die sich so machen. Müssen natürlich an unseren Außengrenzen ein bisschen aufpassen. Das System müssen wir natürlich ganz dringend uns noch sichern, bevor hier irgendjemand uns zuvorkommt. Hier ist es wieder eins frei, okay. Ja, aber dann können wir unsere Flotten natürlich gleich mal aufleveln. Wir haben keine Schiffe verloren. Und wir gehen mal in den Flottenmanager rein, weil wir jetzt ja doch, den Schiffsdesigner, weil wir doch jetzt so coole neue Sachen auch erforscht haben. Einmal durchgehen, haben wir hier überall die Neutronium-Schilde drin. Da muss eine 5 überall stehen. 5, 5, 5. 5, 5. 5. Scheint das Programm ganz gut gemacht zu haben. Nachbrenner. Brauchen wir den Nachbrenner hier noch? Ja, warum nicht? Sieht ganz gut aus. Bin ich zufrieden mit. Titan haben wir immer noch nicht gebaut. Haben wir denn jetzt inzwischen den endlich mal hier fertig? Oh, immer noch 52 Tage. Das dauert aber auch. Was ich auf jeden Fall auch noch mal mit euch machen wollte, ist, dass wir uns mal so einen Sektor hier schnappen. Oder so ein paar Welten, wo wir sagen, okay, die können wir mal vielleicht automatisieren. Welche könnte das wohl sein? Ja, vielleicht hier unten die mal. Um die kümmern wir uns ja eigentlich sehr selten. Im Grenzsektor. Einmal automatisieren. Und dann müssen wir natürlich... Kriegen wir eine Warnung. Weil die niedrige Lagerbestände haben. Und dann müssen wir natürlich den Sektoren ein bisschen was zuweisen.
dass die auch ein bisschen starten können. Wir können sogar Vasalle erstellen. Das machen wir aber noch nicht. Bei dem Tiller-Sektor, das ist, glaube ich, der Sektor hier unten, ne? Ich mache uns mal die Sektorenansicht an. Ich glaube, Tiller war hier unten, die Welten von den Vögeln. Guten Abend, Metamorphos. Ich glaube, das waren die Welten hier unten. Tiller. Ja, das ist der Tiller-Sektor. Ich finde, wir könnten mal den Tiller-Sektor... den Tiller-Sektor vielleicht mal automatisieren. Dann müssen wir erstmal Ressourcen hingeben. Ja, wir geben den mal, weiß ich nicht, so 3000 Credits vielleicht für den Start. Das wird ja alles hier zusammengezählt. Haben viel zu viele Mineralien. Da können wir ruhig noch ein bisschen was reindonnern. Dann haben die ordentlich was zum Bauen erstmal. So, 10.000. Und da ist der. Sektoreinstellungen. Sollen die was machen? Ausgeglichener Fokus, Produktionsfokus, Verarbeitungssektor oder Forschungserzeugung. Tja, worauf sollen die sich konzentrieren? Ja, die sollen das mal ausgeglichen machen. Die können das ruhig alles ausgeglichen machen. Haben zwei Welten. Machen hier auch mal die Automatisierung an. Einmal. Der hat die schon an. Tiller machen wir auch an. So, das sollten die gewesen sein. Ja, das sind die. Da haben wir ein bisschen Automatisierung gemacht. Wer will hier, wer beschwert sich über zu wenig Sachen? Ach, ich glaube, das ist, weil wir hier so einen Grenzsektor haben. Können wir den nicht irgendwo hinzufügen? Wir können einen eigenen Sektor machen. Ach, dann müssen wir dem auch Ressourcen hinzufügen. Das finde ich irgendwie komisch. Das will ich nicht, dann lassen wir hier mal die Automatisierung aus. Wobei... Ich bin hin und her gerissen, Leute, ihr merkt es schon. Wir gönnen den mal einen eigenen Gouverneur, einer der sich auf Bauen versteht. Ein Jastun holen wir uns dafür sogar mal rein. Und dem gönnen wir dann auch noch mal ein paar Ressourcen. So, und dann bin ich gespannt, was die KI daraus macht. Und die machen hier bitte aus diesem Sektor, machen sie bitte... ausgeglichen. Wir fangen mal mit ausgeglichen an. Ach, wir hätten die auch hier oben reinpacken können, sehe ich gerade. Wir gönnen den mal, weiß ich nicht, vielleicht... ...100, sage ich schon, 40... Ja, wir haben es ja, Leute. 50-50. Mal sehen, wie weit wir damit kommen. So, das war jetzt aber das Thema. Jetzt lasse ich mal die Zeit wieder weiterlaufen. Wir wollen ja natürlich auch noch
hier endlich mal anfangen mit der Titanwerkstatt. Dann können wir mal hier Tilla und Valikos Hand, das blenden wir uns mal aus, weil das wird jetzt ja automatisiert. Migrationsabkommen, die das tun wollen mit der Militärdiktatur. Ja, ein bisschen sich austauschen. Die Khans schließen die Grenzen zu uns. Oh, das klingt ja ein bisschen, als würden sie uns bald mal wieder einen Besuch abstatten wollen. Das wird aber euer Untergang sein. Seit ihr das Amt des Wächters übernommen habt, lastet die Dunkelheit schwer auf der galaktischen Gemeinschaft und wir befürchten, dass sie langsam in etwas Böses sich wandelt. Unglaublich. Unglaublich, diese Khans. Wir fürchten, dass sie langsam in etwas nicht wieder zu erkennendes verwandelt wird. Ja. Initiating communications. Was ist jetzt passiert? Jetzt verlieren wir schon wieder Föderationserfahrung, weil schon wieder irgendwas Fieses passiert ist. Einladung Migrationsabkommen. Das kann es nicht gewesen sein. Nein, jetzt sind die... Nein! Wer von euch gesagt hat, hat gesagt, lasst das einfach durchlaufen, dann wird es alles automatisch abgelehnt und ich habe mich leichtsinnigerweise darauf eingelassen. Jetzt haben wir die Utkavongos in unserer Föderation drin. Jetzt sind die hier drin. Jetzt will ich hier zur sehr hohen Stufe kommen, dafür sorgen, dass wir die Mitglieder rausschmeißen können. Kann ich die eigentlich rausschmeißen? Kann ich hier irgendwo raufklicken, sagen, hier geht mal weg? Aus Föderation ausschließen. Stimmen alle mit Nein. Ja, wollten sie ja auch einladen. Na, verdammt. Bis haben wir sie doch. Haben sie es geschafft. Da sieht man mal, dass sich einfach ständiges Nerven und Drängeln offensichtlich auszahlt. Oh, hier sind auch nochmal die Jubaran. Jubaran sind hier überall. Und können wir jetzt endlich mal... Ja, jetzt haben wir die Zitadelle, Leute. Die schauen wir uns natürlich jetzt erstmal an. So, wie sieht denn unsere Zitadelle aus? Das ist unsere Zitadelle. Ja. Man sieht das aber gar nicht. Okay. Ein paar Undock-Schleusen sind durchaus da. Deep Space, irgendwas. Jetzt wollen wir hier bauen, bitte eine Titanwerft. Dauert nochmal 27 Tage, dann können wir Titane bauen. Und wir können mit unserem Konstruktionsschiff, was immer noch nicht da ist, dann hier mal eine Megastruktur errichten. Was ist noch passiert? Forschungsabkommen. Ja, ist alles nett. Ach, die Jubaran öffnen die Grenzen für uns. Sie sind ein bisschen zerknirscht, hören sie sich an. Uripla ist fertig. Die Vran haben Alvotariland geschlossen. Botschaft. Botschaften sind gut für uns. Erinnert euch, dass wir uns da so einen Perk geholt haben. Bei der Einigkeit. 4 Monaten kriegen wir auch den nächsten. Wir haben hier Diplomatie gesagt und da gibt es den Perk, dass Botschaften uns mehr Einigkeit geben. Und ihr seht es, ich muss ein bisschen unter die Kameralinsen. Wir haben gerade 400 Einigkeit.
da kann man schon mal so einen kleinen knappen Prozent Punkt sich dazu holen. Was ist jetzt hier passiert? Oh, die ganzen Erlasse sind abgelaufen. Gucken wir uns mal an. Brauchen wir davon noch was? Also das sind ja diese hier, die abgelaufen sind. Megabauwerke aus lebendem Metall wäre cool, aber wir haben kein lebendes Metall. Nanitenaktoren. Brauchen wir 300 von, haben wir noch nicht. Da hätten wir nochmal 10% Punkte mehr für Forschungsgeschwindigkeit. Das wäre auch cool. Fangkor haben wir auch erforscht. Mitten im Nichts hier. Ziemlich zerklüftet. Wo sind denn jetzt eigentlich... Hier sind noch so Feinde. Ich finde, wir haben einen Auftrag als galaktische Wächter, nachdem wir jetzt erstmal unsere Flotten mal upgraden werden. Sollten wir uns vielleicht mal darum kümmern, dass hier diese schreienden Söldner vielleicht mal aufhören mit dem Gekreische. Wir können sie ja schon mal fragen. Könnt ihr bitte mit dem höllischen Gekreische aufhören? Welches Gekreische, sagt sie? Ja, also das ist unser Plan. Erstmal jetzt Flotte aktualisieren. Hier Konstruktionsschiff hier oben. Guck mal, können wir hier schon mal direkt eine Forschungsstruktur in Auftrag geben? Habitat. Wir wollten die Megaschiffswerft bauen. Erstmal Ethikänderungen bei den Hadgum, die sind egalitärer geworden. Das gefällt uns auch. Wir brauchen noch ein bisschen mehr Einfluss. 300 Einfluss brauchen wir. Okay. Können wir so kurz darauf warten? Ich mache einmal ein bisschen schneller. Ich will jetzt erstmal, bevor wir uns hier um die Traditionen kümmern, erstmal die Megastruktur in Auftrag geben. Construction complete. Normal. Dann Megastruktur. Wir haben gesagt, Wachmatrix brauchen wir nicht. Forschungsnexus haben wir schon. Könnten wir natürlich nochmal machen, aber wir haben gesagt, am coolsten für uns ist die Megaschiffswerft. Die wollen wir jetzt bauen. Wo bauen wir die hin? Wählt er das automatisch aus? Wie kann ich denn das jetzt einloggen? Macht er das jetzt? Sieht nicht so aus, ne? Ich wähle das an. Kann ich hier irgendwo hinklicken? Bau das mal dahin. Ihr hört es, ich krieg hier... Ich kriege hier Geräusche, dass das irgendwie nicht geht. Ich bin mir gar nicht sicher, warum. Aber wir wollen es bauen, Leute. Wir wollen eine Baustelle errichten. Ich werde schon irgendwie herausfinden, wie das geht. Wir können uns einen neuen Perk hier holen. Merkantil. Entweder mehr Handelswert für Büroangestellte oder eine neue Handelsrichtlinie. Hier bekommen wir Kaufmannsjobs. Hier kommen wir zu mehr Handelswert und mehr Marktgebühren. Hier will ich schneller hin. Das finde ich ist cooler. Deshalb machen wir mal die anpassungsfähige Wirtschaftsrichtlinien. Durch eine flexiblere Herangehensweise an die Wirtschaft kann diese neu kalibriert werden, sodass sie auf alle Eventualitäten vorbereitet ist. Holen wir uns. Und haben uns jetzt geholt, dass wir eine Handelsrichtlinie auf verbrauchsorientiert und Ideenmarktplatz freischalten können. Das ist hier links. Ich glaube, das ist hier Handelspolitik. Und jetzt können wir hier sagen, dass jeder Handelswert, der gibt uns momentan einen Energiecredit. Da könnten wir auch sagen, dass da hier ein bisschen mehr Konsumgüter holen soll oder dass da ein bisschen mehr Einigkeit bei rauskommen soll. Ich finde, wir können uns durchaus das für 10 Monate leisten. Mal vielleicht auf den Ideenmarktplatz zu gehen. Nochmal ein bisschen Einigkeit sammeln, schnell die letzten Perks uns holen. Und danach ist es ja nicht vorbei, wenn man die 7 Stufen durch hat.
gibt es durchaus noch Sachen, dass man die Einigkeit dann für große Ambitionen ausgeben kann. Schon mal als Stichwort für euch, was das dann damit auf sich hat und ob wir dann den Marktplatz dann dafür nutzen können mit den Ambitionen, wie das mit unserer Megaschiffswerft und mit unseren Titanen aussieht. Das schauen wir uns an beim nächsten Mal auf YouTube. Die Folge ist leider schon vorbei. Ich wünsche euch alles Gute, freue mich auf die nächste gemeinsame Folge mit euch. Bis dann, macht's gut. Euer Matzoman.